Hi, ich bin Kanwal Gill, ich bin der Geschäftsführer und Gründer von Iduri und ich habe 2015 mit dem Konzept hier in Frankfurt in der Kaiserstraße gestartet. Ich habe mich da mit zwei meiner besten Freunde zusammengetan. Iduri ist ein indisches Fast-Casual-Konzept. Wir probieren, die indische Küche modern zu interpretieren. Was uns auszeichnet, ist zum einen natürlich das moderne Ambiente, was man hier sieht, unser Küchenkonzept. Wir haben zum ersten Mal, was in der indischen Küche auch eine Neuheit ist, eine offene Küche. Wir wollen damit Transparenz und Vertrauen auch schaffen. Und unsere Speisekarte, die auch sehr einfach und aber auch trotzdem spannend da, aufgebaut ist, mit eigenen Einkreationen, trotzdem aber auch ein paar Klassikern. Das Allerwichtigste auf dem Weg, man braucht einen starken Lieferpartner, die natürlich auf dem Weg auch immer wieder Probleme lösen können. Und so hat man dann mit einem kleinen Sortiment am Anfang angefangen. Und es hat sich dann über die Jahre und über die Partnerschaft dann einfach ausgeweitet. Das hat mich von Anfang an schon gereizt, ist einfach dieses kulinarische Konzept an sich. Ja? Die Gerichte sind sehr, sehr tiefschichtig, vielschichtig, von den Gewürzen her. Und das hat mich als gelernten Koch damals schon sehr, sehr fasziniert. Abgesehen von der Kulinarik ist natürlich jedes gesamte Ambiente 1A. Also jeder Laden, den Kanwal und seine Jungs haben, spiegelt einen speziellen Teil von Indien wider. Weil wir müssen hier natürlich davon reden, es ist nicht ganz einfach und entspricht nicht unbedingt unserem Kernsortiment, was wir hier machen. Somit sind wir gewachsen, mussten Produkte beschaffen, die genau darauf spezialisiert sind, was er braucht. Das Fleisch muss speziell geschnitten werden, das muss speziell gewürzt werden. Und auch hier kam so dieser Lerneffekt hinzu. Chili-Pulver ist nicht gleich Chili-Pulver. Ja, das eine wird rötlicher, das andere wird eher gelber. Das mussten wir alles eruieren. Das hat relativ lange gedauert. Also wir haben knapp ein halbes Jahr an diesen Marinaden und den ganzen Rezepturen gefeilscht, bis wir ein finales Ergebnis hatten und konnten dementsprechend die Sortimente auch noch mit implementieren für seine Gerichte. Und irgendwann ging es natürlich weiter. Je mehr Läden dazugekommen sind, desto eher mussten wir in die Prozesse einsteigen. Punkt 1 war ganz klar Reinigungskonzepte. Es musste Schulungen her, Datenblätter her. Also haben wir ein einheitliches Konzept in allen Küchen und in den Betrieben implementiert. Der nächste Step war dann zu sagen, okay, ihr braucht ja auch für die Neueröffnung Equipment. Wir wollen weitere Standorte eröffnen, in Deutschland auch. Sind ja jetzt auch schon in Frankfurt, Köln, Mainz, Düsseldorf vertreten. Aber der Plan ist, noch weiter zu wachsen. Darüber hinaus haben wir natürlich jetzt während den letzten zwei Jahren gelernt, wie anders sich das Geschäft auch jetzt entwickelt hat. Wir haben zum einen unser Liefergeschäft auch ausgebaut, wo wir jetzt einen eigenen Webshop kreiert haben. Und da wollen wir natürlich auch weiter ausbauen, weil es heute jetzt schon ein großes Standbein auch geworden ist. Zukünftig, und da sind wir jetzt auch gerade in Gesprächen mit Chefs Culinar, ist ganz klares Ziel auch in den Lebensmitteleinzelhandel zu kommen. Und da sind wir gerade auch in den ersten Entwicklungen von Produkten, die wir platzieren möchten. Und weil wir sind einfach der Meinung, dass das Geschäft hat sich so entwickelt, dass du nicht mehr dieses reine Inhouse-Geschäft hast und dir einfach zusätzliche Umsatzkanäle auch schaffen musst. Wir haben eine ganze Menge Pläne. Das Schöne hier bei dem Konzept ist, dass es innerhalb auch der letzten sechs Jahre, es wurde nie langweilig und es wird auch nie langweilig. Sobald wir einen Punkt abgearbeitet haben, hat Kanwal mit seinen Jungs schon die nächsten Ideen. Was mich dann immer freut, dann geht es direkt weiter und wir können einfach neue Dinge besprechen.